herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Erfolgsgeschichten Praxis, in dem ich euch heute wieder einen Mediziner vorstellen möchte, der aus seiner Oberarzttätigkeit vor einiger Zeit raus ist. Er ist Diabetologe, er ist Gemeinschaftspraxispartner in Bochum und zwar in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis mit seinem Partner Dr. Markus Retzig. Es handelt sich um Dr. Andreas Patzelt, den ich vor einiger Zeit begleiten durfte bei der Niederlassung in diese Gemeinschaftspraxis. Es ist ein tolles Interview geworden, weil es eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, als ich mir ursprünglich in dem Interview vorgenommen habe. Wir wollten über viele andere Dinge sprechen, aber das hat das Interview sehr, sehr spannend gemacht. Hört es euch selber an, ich freue mich drauf. An der Stelle nochmal der Hinweis, der Andreas Patzelt ist auch Referent oder Speaker bei unserer Veranstaltung am 6.7.2019 im Signal Iduna Park. Da findet das erste deutsche Ärzte- und Medizinerforum statt, Startup Praxis, in dem wir Elemente aus der New Economy in die Praxis integrieren bzw. in die Arztpraxis holen wollen. Ein tolles, spannendes Event mit ganz neuen Themen, die wir beleuchten wollen. Da kommen neben dem Andreas Patzelt noch 10 andere Speaker, die 20 Minuten Vorträge halten, sehr, sehr komprimiert, aber sehr, sehr intensiv. Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung, andere Ärzte, die ihre Geschichte erzählen, die tolle Geschichten auch zu erzählen haben. Dann kommt zum Beispiel jemand aus dem Bereich Theta Healing Gesichtslesen. Die Referentin, die kommt, hat auch sehr, sehr viel zu tun mit Medizinern, betreut teilweise auch Seniorenheime. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Karten ab dem 28. Februar über die www.startup-praxis.de Seite. Also, freue mich auf euch, wenn ihr da hinkommen wollt oder weitere Informationen haben wollt. Jetzt aber erstmal viel, viel Spaß mit dem Business Talk Podcast Erfolgsgeschichten Praxis. Mit meinem heutigen Gast, Dr. Andreas Patzelt, den ich schon mal ganz herzlich in Bochum in seiner Praxis in der Mittagspause, glaube ich, begrüßen möchte. Hallo Andreas. Hallo Oliver. Möchte ich sprechen mit zu der Frage, wie wird der Arzt in der eigenen Praxis erfolgreich oder wie wird der Arzt zum Unternehmer? Bevor wir aber einsteigen, möchte ich ihn nochmal persönlich vorstellen, damit wir uns alle auch einen Eindruck machen können, mit wem wir heute hier sprechen. Dr. Andreas Patzelt ist 1966 in Schwerte geboren, lebt heute in Schwerte, ist geschieden und hat 2 Kinder. Er ist ein wirkliches Kind des Ruhrgebiets, habe ich festgestellt, als ich mir den Lebenslauf nochmal genauer angeschaut habe, denn er ist 1991 hat er begonnen, Humanmedizin in Bochum zu studieren und ist so während der ganzen Studienzeit und eben auch jetzt immer noch im Ruhrgebiet ansässig. Er hat dann 2004 den Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht, hat dann 2005 nochmal den Facharzt für Innere Medizin gemacht, seine Promotion 2005 zum Thema diabetische Ketoazidose. Und das zeigt auch schon, wie er heute tätig ist, nämlich er ist Diabetologe, ist in der diabetologischen Gemeinschaftspraxis in Bochum-Langendreher niedergelassen, hat einige Schwerpunkte neben der Diabetologie, noch das Thema Ernährungsmedizin und Angiologie, aber ist eben hauptsächlich heute in einer Gemeinschaft tätig, war lange als Oberarzt und leitender Oberarzt tätig und darüber möchte ich mit ihm heute genau sprechen. Warum der Weg in die eigene Praxis und wie ist das alles gekommen? Ich habe hier noch gelesen, er ist seit 2007 Vorstand des BDSWL. Andreas, was ist das, BDSWL? Das ist der Berufsverband der niedergelassenen Diabetologen in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Das heißt, ich mache auch administrative Sachen. Okay. Ist ja auch immer schön, sich nochmal ein bisschen für und mit den Kollegen einzusetzen, für die Kollegen einzusetzen. Sprechen wir aber gleich noch drüber. Und eine Besonderheit der Praxis, die sieht man jetzt schon im Hintergrund nämlich. Wir schaffen es ja im Ruhrgebiet immer wieder, Minderheiten zueinander zu führen. Unter anderem eben auch jetzt in dieser Praxis. Und zwar sieht man im Hintergrund, der Andreas hat den Signal Iduna Park bei sich im Büro beziehungsweise in der Praxis hängen und sein Praxispartner Markus Retzig ist Schalke-Fan und hat eben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie dieses Stadion heißt, aber hat die Arena in Gelsenkirchen in seinem Zimmer hängen. Ne? Und ihr habt die Praxis auch so ein bisschen fußballerisch ausgerichtet. Ja, also das ist eine Turnhalle in Schalke. Und das hinter mir ist, da steht zwar Signal Iduna Park dran, aber das ist für uns ja das Westfalenstadion. Westfalenstadion, ganz genau. In dem Zusammenhang nochmal ein kleiner, ja? Thema der Praxis ist also tatsächlich, weil wir beide Fußballfans sind, ist so ein bisschen fußballerisch geprägt.
Auf den einzelnen Türen sieht man jeweils immer Embleme vom Fußballverein, einen Fußballer und sozusagen auch die Silhouette der Stadt. Da haben wir aus der deutschen Sicht halt Dortmund, Schalke und Bochum, weil wir ja Bochumer sind. Und weil wir sonst mit den anderen deutschen Vereinen nichts zu tun haben wollten, haben wir dann internationale Vereine. Sehr schön. Das ist wieder was zum Thema Personal Branding für die Praxis. Also wie macht man sich vielleicht auch ein bisschen sichtbar oder wie sprechen die Leute letztendlich über eine Praxis? Und auch da kann man ja durch ein bisschen gestalterische Möglichkeiten durchaus was schaffen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Signal Iduna Park, gutes Stichwort. Ich freue mich besonders, dass ich dich, Andreas, auch als Speaker, als Redner für unseren Vortrag beziehungsweise für unser Event Startup Praxis gewinnen konnte. Freue ich mich auch sehr drauf, aber an da können wir an anderer Stelle noch mehr zu sagen. Ja, bevor wir jetzt in die wirkliche Frage-Antwort-Runde einsteigen, wollte ich dich einfach nochmal bitten, zwei Sätze zu sagen. Wer ist Dr. Andreas Patzelt? Was macht er beruflich und auch privat? Also, du hast einen Teil ja schon gesagt. Ich bin 1966 geboren, bin sozusagen auch ein Späteinsteiger in die Praxis. Normalerweise ist es ja so, dass Ärzte recht kurze Zeit nach der Facharztausbildung dann in die Niederlassung gehen. Mir hat die Medizin im Krankenhaus sehr viel Spaß gemacht. Man macht akute Medizin, man macht schwer kranke Patienten. Irgendwann kommt man aber zu dem Punkt, ist der Zeitaufwand und das, was man als Liebe mit reinbringt, so groß und wird einem das wiedergegeben oder sollte man neue Wege beschreiten? Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte gerne neue Wege beschreiten und möchte vielleicht auch ein bisschen ruhiger werden in den Tätigkeiten. Also ich möchte nicht mehr nachts ins Krankenhaus fahren müssen, um mit meinem Übermaß an Adrenalin die Menschenleben zu retten, und habe mir gesagt, okay, neuer Weg, neues Glück. Man schaut sich jetzt mal das Leben in einer Praxis an. Vorher hat man natürlich ganz viel gehört, wie anstrengend das Leben in einer Praxis ist. Es ist anders. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite des Flusses ist das Gras nicht grüner. Es ist anders. Wir haben sehr viel Administratives zu tun. Man ärgert sich nicht mehr so viel über Kollegen oder die Verwaltung des Krankenhauses. Man ärgert sich über die Krankenkassen und die kassenärztlichen Vereinigungen. Aber als Quintessenz, ich habe immer noch genug Butter auf dem Brot und kann mir das noch gut belegen. Also es macht sehr viel Spaß. Schön. Ja, das ist schon mal ein schöner Hinweis, weil letztendlich wollen wir auch so ein bisschen rausfinden heute, was macht es aus, in der eigenen Praxis zu arbeiten und beziehungsweise warum ist der Weg in der eigenen Praxis für den einen oder anderen wirklich noch ein sinnvoller Weg und wie kann ich eben auch unternehmerisch gestaltend in der Praxis tätig sein. Vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dir privat. Neben Fußball, welche Interessen hast du sonst? Was machst du? Wie findest du Ausgleich zum Unternehmertum in der Praxis? Also ein Ausgleich definitiv ist nicht nur, dass ich den Signal Iduna Park hinter mir habe, sondern ich habe das Westfalenstadion in meinem Herzen. Versuche inzwischen auch, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, an den Wochenenden vielleicht auch das ein oder andere Auswärtsspiel mir anzugucken. Mhm. Ich gehe gerne zu Konzerten, ich mache gerne Sport, ich schaue gerne Sport. Zweites Steckenpferd, so wie du auch. Wir kommen vom Handball, ein wunderbarer Sport. Mhm. Dementsprechend aktiv und passiver Sportler, würde ich sagen. Ja, schön. Also ist das tatsächlich ein aktiver Ausgleich, einmal selbst Sport zu treiben und zum anderen zu sagen, okay, ich gehe auch Veranstaltungen, besuche diese Veranstaltung und bin dann einfach im Kopf auch mal da und freue mich eben auch. Ich weiß, du bist auch mit dem BVB viel unterwegs, hast du gerade schon gesagt, das ein oder andere Auswärtsspiel, also du fährst dann auch international. Ja, ich fliege zum Beispiel nächsten Dienstag auch nach Tottenham. Ja. Sehr schön. Also da haben wir ja zumindest immer einen, der dabei ist. Es sind ja auch immer ein paar mehr dabei. Ja, das Thema Medizin, hat sich ja wirklich gewandelt in den letzten Jahren. Jetzt nochmal für dich so ein bisschen die Frage, die Einstiegsfrage, wie bist du in die Medizin gekommen? Du hast gerade gesagt, du bist ein Späteinsteiger, was die Praxis angeht. Wobei das heute ja auch deutlich verschoben ist. Viele bleiben ja auch zunächst mal im Krankenhaus, um Praxiserfahrung zu sammeln. Wie bist du zum Thema Medizin gekommen? Ich habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht im Krankenhaus und habe dort im OP gearbeitet als OP-Zivi und habe da die ersten Bewegungen oder die ersten Kontakte zur Medizin sozusagen mit Ärzten, wie toll die sind, mit Schwestern, wie hübsch die sind, gehabt. Und dementsprechend fand ich das Leben im Krankenhaus sehr interessant. So dass ich dann erst einmal tatsächlich auch, weil mein Abitur nicht so prickelnd war, anderthalb Jahre auf einer Heilpraktikerschule war und mir das dort angeguckt habe.
Die Naturheilkunde hat mich schon interessiert, aber ich fand die Ausbildung da nicht so gut, sodass ich den Medizinertest dann gemacht habe. Und damals war es möglich, über den Medizinertest, wenn man da richtig gut war, einen Medizinplatz zu kriegen, einen Studienplatz zu kriegen, und darüber ist das dann gekommen. Mhm. Warum Medizin? Weil ich es außerordentlich interessant finde, erstens mit Menschen zu arbeiten. Zweitens, weil es wenigstens als Internist und Allgemeinmediziner teilweise eine detektivische Arbeit ist, herauszufinden, was dieser Patient jetzt durchaus haben könnte. Also es ist ein Potpourri aus ganz vielen interessanten Sachen, wo ich die Medizin als solches unheimlich interessant finde. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, und das ist ja ein Thema, was uns heute auch begleitet, gerade vor dem Hintergrund, wie viele Ärzte haben wir überhaupt noch oder wie viele junge Ärzte können überhaupt noch studieren? Du hast gesagt, mein Abitur war nicht so prickelnd. Ich bin dann erst mal auf eine Heilpraktikerschule gegangen und habe dann den Medizinertest gemacht. Würdest du sagen, dass das heute wieder ein guter Weg wäre, da zurückzugehen, mal zu sagen, wir sprechen mal wirklich aktiv über das Thema Numerus Clausus, wir sprechen mal über alternative Möglichkeiten, wie kann ich rechtzeitig doch noch ans Medizinstudium kommen? Oh, da machst du bei mir gerade ein großes Pass auf. Meine Töchter beide auch Abitur gemacht, wo man heute sagen kann, das ist oberer Durchschnitt. Mhm. Ein 5er und ein 7er Schnitt. Niemals eine Chance gehabt, einen Abiturplatz zu kriegen. Die haben beide auch den Medizinertest jetzt gemacht und haben da auch hervorragend abgeschnitten und haben Fatih jetzt verlassen und sind beide in Marburg und studieren da und haben großen Spaß an der Medizin. Meine Erfahrung im Krankenhaus mit jungen Assistenzärzten war einfach so, dass diese Numerus Clausus-Leute andere Beweggründe sind und auch einen anderen Umgang mit den Menschen gehabt haben, als die Leute, mit denen ich zum Beispiel studiert habe. Und ich war auch in meiner Lerngruppe wir waren in dieser Lerngruppe alles Leute, die vorher Zivildienst gemacht haben, die vorher irgendwas anderes gemacht haben, also die alle nicht so prickelnd in ihrem Abitur waren und von denen aber heutzutage auch sehr viele sehr weit gekommen sind. Mhm. Ich glaube, dass eine Mischung oder das Abitur als solches, als einziges, als Eintrittspunkt in die Medizin für mich falsch ist, absolut falsch ist. Mhm. Ja, du brauchst auch als Arzt eine Mischung von den Leuten, die zumindest das Abitur gemacht haben und die eine Chance kriegen sollten, nur weil sie jetzt ein schlechtes Abitur haben, sind sie kein schlechter Mensch. Vor allen Dingen auch kein schlechter Arzt. Ja, absolut. Und wenn du gerade sagst, jetzt, wir nehmen nochmal deine beiden Töchter mit dem 1,3er, 1,5er oder 1,5er, 1,7er Schnitt, weder ein schlechtes Abitur, ne, gar nicht, in keinster Weise, wahrscheinlich noch für einige ja ein Abitur, was man auch sowieso nie erreichen würde. Also wenn ich selbst habe auch ein Abitur gemacht, wo ich heute sagen würde, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber die Frage ist ja immer, warum wird, das hört man ja immer wieder, also diese Fragen oder diese Antworten werden immer wieder von vielen deiner Kollegen, von vielen Medizinern gegeben, dass nur das reine Studium und die rein fachliche Leistung, also die Lernbereitschaft, der Lernwille, einen noch nicht zum guten Arzt macht. Und absolut nicht. Diese Möglichkeit zu haben, Alternativen aufzutun, ich glaube, der Medizinertest gibt es ja jetzt noch nicht wieder so lange, er ist ja jetzt wieder eingeführt worden, weil man eben auch politisch das erkannt hat, welche Notwendigkeit dahinter steht, weil wir sonst noch weniger Mediziner oder junge Mediziner heranziehen würden. Ne? Glaubst du, dass das ein Weg wäre? Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere, noch ein Studium vorab, eine Ausbildung vorab zu machen, weil du auch gerade gesagt hast, es hilft ja auch vielleicht noch mal ein bisschen praktische Erfahrung zu sammeln. Also ich glaube, dass die praktische Erfahrung mit Sicherheit sehr sinnvoll ist. Meine große Tochter hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ist dadurch noch mehr angefixt worden, Medizin zu studieren. Mhm. Ich glaube, dass das mit Sicherheit was bringt. Es ist ja, also auf der einen Seite sind die Medizinplätze etwas weniger, Studienplätze etwas weniger geworden als zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe. Mhm. Die versuchen sie gerade wieder hochzufahren, aber bei uns war es vor allen Dingen so, dass das Studium, wenn man es angefangen hat, 95% dieses Studium auch zu Ende gebracht haben. Mhm. Wir haben heute sehr viele Frühaussteiger und wir haben auch viele Mediziner, die nicht in die Patientenversorgung gehen, sondern entweder ins Ausland gehen oder irgendwas anderes Medizinisches machen, in die Forschung gehen. Das Problem ist also, wir bilden immer noch Mediziner aus, aber in die falsche Richtung. Mhm. Und das ist das Problem. Ja. Und
Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der in einem Rat ist zur Aufbesserung beziehungsweise zum Aufpäppeln, nenne ich es jetzt mal, des Medizinstudiums. Da geht es zum Beispiel auch darum, um eine Vergütung im praktischen Jahr. Und das ist jetzt für viele natürlich noch ein bisschen weiter weg, weil man eben auch sieht, dass die Notwendigkeit für das praktische Jahr eben auf der einen Seite gegeben ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch als billige Arbeitskräfte die Ärzte da sehr oder die angehenden Ärzte da sehr häufig missbraucht werden. Das ist vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz, dass wir weiterhin auch darüber sprechen müssen, dass wir mehr Ärzte, mehr junge Menschen für das Medizinstudium gewinnen können. Und wenn es solche Wege gibt, ist das ja eine gute und lukrative Möglichkeit, vielleicht sich Alternativen dazu schaffen. Das hast du gerade auch noch gesagt, dir war es immer wichtig, auch mit Menschen zu arbeiten. Wenn du jetzt mal deinen Weg siehst, du bist ja wirklich sehr erfolgreich gewesen. Du bist lange als Arzt, als Ausbilder auch im Krankenhaus unterwegs gewesen. Wir haben eine sehr gute fachliche medizinische Ausbildung. Würdest du mir da recht geben? Ja. Also wir haben, was ich im Augenblick sehe, also ich habe sozusagen als Allrounder angefangen und wir haben natürlich jetzt immer mehr Spezialisierung, so wie ich zum Beispiel auch als Diabetologe, wie ich meinen, also am Anfang der Medizinzeit den Assistenten auch immer gesagt habe, ich kann mich an meine Diabetologie im Studium erinnern, das waren 2 Tabletten, davon gibt es eine morgens, eine abends und das ist Diabetologie. Ja? Und wenn du dicker Mensch jetzt nicht aufhörst abzunehmen, dann wirst du ganz schwer dran. Und ich habe aber dann über das PJ dann in einer inneren Abteilung in Dortmund Nord gearbeitet mit wahnsinnig charismatischen Oberärzten, dass die mich komplett für die Diabetologie gefangen haben und meine Liebe heutzutage immer noch in der Diabetologie steckt, wobei ich ja mal eigentlich Orthopäde werden wollte. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ja, wir haben eine gute Ausbildung. Nur die jungen Menschen müssen es auch wollen. Also als wir angefangen haben als Assistenzärzte, ja früher war ja immer alles besser, als wir früher angefangen haben als Assistenzärzte, da wollten wir eine Magenspiegelung machen, da wollten wir koloskopieren, also eine Darmspiegelung machen. Mhm. Heutzutage ist das so, dass die Assistenten ein bisschen Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist mir in der Zeit, und das ist ein Grund, warum ich halt in die Niederlassung gegangen bin, falls das interessiert, dass wir als Oberärzte immer mehr Arbeit übernehmen mussten. Die Oberärzte sind die Leistungserbringer, die auch eine exzellente Medizin machen. Und darunter sind dann die Assistenzärzte, die in den letzten Jahren für mich immer mehr Eigeninitiative verloren haben und gesagt haben, ich frage immer nach. Mhm. Also das Thema unserer Gesellschaft, ja, Mutti denkt für mich. Oder beziehungsweise bei mir, Vati denkt für mich. Das heißt, wir haben extrem gute Oberärzte in den Krankenhäusern. Wir haben einige engagierte Assistenzärzte, die man auch dann sehr gerne an die Hand nimmt. Aber für mich ist, und das ist ein großer Grund gewesen, das Krankenhaus zu verlassen, mir fehlen die engagierten Assistenten. Jetzt ist das ja so ein bisschen, also wenn ich das raushöre, so ein bisschen was Gesellschaftliches. Ne? Du sagst ja, da wächst eine Generation von Kindern, von jungen Menschen heran, die ganz anders, ich nenne es jetzt mal etwas provokativ, wohlbehüteter aufgewachsen sind als die Generation unserer Eltern und damit natürlich auch als wir, weil wir noch etwas ganz anderes vermittelt bekommen haben. Ich habe selbst 3 Kinder, ich weiß, wovon du sprichst. Man macht sich ganz andere Gedanken, man hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, sich Gedanken zu machen, weil man auf der anderen Seite auch mehr Möglichkeiten hat, sich zu informieren. Wenn wir jetzt nochmal aufs Krankenhaus gehen, heißt das, dass die Oberärzte, die heute vermeintlich eine gute fachliche Qualifikation bieten, vielleicht nicht mehr an die jungen Assistenten herankommen, also sie nicht mehr erreichen mit dem, was sie sagen wollen. Nehmen wir jetzt mal die Koloskopie, nehmen wir mal die schwierigen Aufgaben, weil sie vielleicht hinterher sagen, ich möchte gar nicht in die Verantwortung, ich möchte einfach nur meinen Job machen. Da kommt vieles zusammen. Das eine ist erstmal, dass wir vielleicht auch nicht mehr reichen, wobei ich mir da immer große Mühe gegeben habe, aber ich habe auch selbst aus meiner Arroganz heraus selbst versucht, viele zu erreichen. Ich habe am Anfang meines Erachtens mehr erreicht, als ich es zum Schluss gemacht habe. Das kann natürlich auch an mir liegen, dass ich sozusagen amtsmüde geworden bin, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass bei vielen einfach so, ja, Work-Life-Balance das Thema ist. Das heißt, ja, ich kann als Arzt sehr gut verdienen,
ja, ich kann eine gewisse Leistung machen, aber gehe ich wirklich über diese Leistung hinweg? Und das Fantastische, was ich jetzt gerade sehe, wenn ich versuche, meine Kinder zu erreichen, die sind bis abends 10 Uhr in der Bibliothek und sind am Lernen und ich denke immer, halt doch mal den Wahlfach, leb doch mal, du hast doch jetzt das Studium, dann macht man das doch anders. Und dann denke ich, dann kommen die später in die Klinik und um 16 Uhr lassen sie einen Hammer fallen, das kann doch nicht sein, was ist denn da, was läuft denn da jetzt? Ja. Und da denke ich einmal, ich glaube, es ist schwieriger, die jungen Assistenten zu erreichen, wobei ein anderes Thema im Krankenhaus auch ist, wir haben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund dabei. Und da spreche ich nicht von Migrationshintergrund, die in der zweiten, dritten Generation bei uns sind, sondern die im zweiten, dritten Jahr bei uns sind. Und das ist natürlich schwierig. Aber dann du meinst jetzt die Patientenseite oder du meinst die Ärzteseite? Die Ärzteseite. Die okay. Ärzteseite. In Krankenhäusern ist sehr viel Migrationshintergrund. Aber da frage ich mich dann, wo sind all die deutschen Ärzte? Wo sind die Studienabschließer, die ihr Examen gemacht haben? Wo sind die hin? Naja, das ist aber da beißt sich die Katze wahrscheinlich ein bisschen in den Schwanz, weil letztendlich fehlen uns die ja jetzt schon und die Stellen müssen in den Krankenhäusern besetzt werden und deshalb kommen die Menschen eben aus dem Ausland. Auch da habe ich sehr, sehr viel mit zu tun. Also Chefärzte, die sagen, Mensch, ich habe einen guten Draht in mein Heimatland und holen dann eben einige Mediziner, die gute Fachärzte sind, die aber vielleicht sich erst bezüglich auf Sprache, auf Medizin, auf eine andere Medizin auch hier eingewöhnen müssen. Das Thema der Ausbildung in den Krankenhäusern, also auch eben zu sagen, die Oberärzte, die sich viel Mühe geben oder die Ärzte, die im Krankenhaus sind, die sich Mühe geben, dann das veränderte Mindset der jungen Generation, kommt dann vielleicht auch noch ein verändertes Patientenverhalten dazu, wo vielleicht ein Oberarzt relativ schnell frustriert ist und sagt, Mensch, ich erreiche den Patienten nicht mehr? Absolut. Also das kann ich dir nicht nur aus dem Krankenhaus sagen, sondern das kann ich dir hier aus der Praxis sagen. Wir als Ärzte im Sprechzimmer kriegen das gar nicht so mit, es sei denn, die Tür ist mal auf und ich kriege vorne mit, wie meine Mitarbeiterinnen als Firewall sozusagen arbeiten. Das Anspruchsverhalten von Mitmenschen in unserer Gesellschaft wird immer fordernder. Und es wird gefordert, gefordert, gefordert. Und eine Spitze des Eisberges sind dann die Patienten, die Menschen vom Stamme nehmen, die halt alles nehmen wollen, aber nichts geben. Und das hat man im Krankenhaus genauso. Ja? Hat vielleicht auch was mit den Arztserien zu tun, wie Emergency Room, wo man dann sofort super schnell, super geheilt wird, aber die Realität sieht einfach anders aus. Wir können Menschen helfen. Wir können zum Teil heilen, aber zum größten Teil sind es halt Erkrankungen, die einen normalen Verlauf haben, der zu beeinflussen ist, aber nicht rückgängig zu machen ist. Also das heißt, da haben wir auch Schwierigkeiten. Ja, also das heißt, man müsste auch daran arbeiten, ne? Also in der Ausbildung, in der erweiterten Ausbildung vielleicht auch mal daran zu arbeiten, wie kann man denn die Zusammenarbeit mit dem Patienten verbessern, wie kann man vielleicht die Bereitschaft der Patienten verbessern, auf das, was Behandlungsvorschläge angeht, besser einzugehen, beziehungsweise vielleicht schon mal über präventive Maßnahmen. Ich meine, du bist in der Diabetologie, gerade Typ 2 Diabetes, da ist das Thema Prävention, Gesundheit, Gesundheitsvorsorge ja ein ganz, 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 ganz großes Thema. Das erreicht einen ja dann meist erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, wenn der Typ 2 einmal diagnostiziert ist. Aber auch da kann man ja dann viel tun. Meinst du, dass wir uns überlegen müssen, also wir Gesellschaft überlegen müssen, wie können wir das Verhalten, also unser Verhalten ändern, damit auch die Medizin in Zukunft wieder besser funktioniert? Sehr philosophisch jetzt hier schon. Wahnsinn. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt dahin geleitet habe oder du mich dahin geleitet hast. Ich glaube, dass es insgesamt ein gesellschaftliches Problem ist, wo wir sehen, dass man auch trotzdem füreinander da sein sollte. Und nicht immer nur, ja, können Sie mal eine neue Kasse aufmachen? Warum bin ich jetzt noch nicht dran? Ich warte jetzt schon 10 Minuten hier auf den Arzt. Also immer nur Erwartungshaltung. Wir als Ärzte
kriegen das in den Wartezimmern, in den Behandlungszimmern gar nicht so viel mit, aber was meine Mitarbeiterinnen vorne wirklich einstecken müssen. Mhm. Und wenn ich dann in der Pause nach unten gehe zum Bäcker und mir ein lecker Brötchen hole, was die Bäckerei-Fachverkäuferin da einstecken müssen, also ich finde es inzwischen ganz fürchterlich. Mhm. Und das Gleiche haben wir auch im Krankenhaus. Und das ist zum Beispiel ein Thema im Krankenhaus, die Notfallaufnahme. Ja? Wenn schon vor 20 Jahren ein Patient zu mir sagt, nachts um 3 Uhr, ja, da kommt man sofort dran. Und du bist gerade aufgestanden nach einer 24-Stunden-Schicht und denkst dir so, ja, behalt die Kontenance. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da glaube ich, müssen viele dran arbeiten. Aber jetzt, wenn wir nochmal den Weg jetzt zurück in die Praxis finden, du hast ja gerade gesagt, gab viele Beweggründe, die waren vielleicht nicht alle nur, also aus dir heraus positiv. Du hast gesagt, ich möchte vielleicht auch ein paar andere Dinge, die ich in dem Krankenhaus nicht mehr habe. Aber trotzdem erlebe ich dich ja heute in der Praxis so, dass du sehr zufrieden bist oder sehr zufrieden wirkst zumindest. Also auch in der Gemeinschaft mit deinem Kollegen. Ihr habt euch eine tolle Praxis aufgebaut, ihr habt gemeinsam neue Wege gegangen. Also wie hat sich das entwickelt? Du bist jetzt seit 2014 niedergelassen, das sind jetzt fast 5 Jahre oder im fünften Jahr der Niederlassung. Wie habt ihr das entwickelt? Ein Punkt dabei ist mit Sicherheit, dass Markus und ich uns ergänzen. Mhm. Markus ist, was die Entwicklung der Praxis angeht, mit Ideen im Praxismanagement weit vorne und macht das extrem gut und bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Er nimmt mir halt da dann ein bisschen mehr Luft für das bisschen mehr an Patienten, was ich mache. Mhm. Wir haben also einen sehr guten Synergismus und da muss man auch dran denken, wie ich das immer so schön sage, so eine Praxisgemeinschaft ist eine Ehe. Ja? Mhm. Und meinen Ehepartner sehe ich mehr als meine Partnerin zu Hause. Mhm. Und wir wissen, wie häufig heutzutage Ehen geschieden werden. Mhm. Ja? Also muss man sich da auch ganz klar im Klaren sein, wen ich da in der Praxis heirate. Und auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz würde ich niemals in eine Einzelpraxis gehen. Ich würde immer in eine Gemeinschaftspraxis gehen, weil ich der Meinung bin, man sollte nicht in seinem eigenen Sud baden, sondern man kann sich auch mal die Rezepte des Kollegen holen und man kann sich austauschen. Mhm. Also ich finde, dass das bei uns sehr gut klappt. Mhm. Das heißt also, die Zusammenarbeit mit dem Kollegen ist für dich eine entscheidende Einheit gewesen oder ein entscheidender Grund gewesen zu sagen, ich möchte in die Gemeinschaft, damit man den Austausch auch weiter hat. Jetzt können es ja auch teilweise sehr pragmatische Gründe sein, die zum Beispiel sagen, wir können andere Öffnungszeiten anbieten, wir können in der Patientenversorgung uns einiges teilen. Letztendlich, ich habe ja auch die Praxis vorher gekannt vom Dr. Retzig vorher alleine, beziehungsweise wie er gearbeitet hat, war ja schon eine andere Praxis. Also auch wenn es Logo ähnlich geblieben ist, aber das ist ja nur die eine Seite. Wie kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen diese Entwicklung von der Praxis beschreiben, in die du gekommen bist und die sie heute ist? Ich glaube, ein Großteil oder der größte Punkt ist der Änderung ist, dass dadurch, dass Markus alleine war, beziehungsweise eine Kollegin angestellt hat, dass er Administratives und auch Medizinisches sozusagen als Kapitän und Leutnant alleine machen muss. Mhm. Und ich hoffe, dass Markus das auch so sieht, dass durch den Eintritt meiner Person in die Praxis ein Teil der Last auch von seinen Schultern genommen worden ist. Und man dadurch, oder dass Markus vor allen Dingen dadurch Zeit hatte, Praxisabläufe hier zu verbessern, wo er vorher gar nicht so eine Zeit hat. Das heißt, der Synergismus, der zwischen uns beiden besteht, dass er sich um das Administrative ändern kann, ist deutlich besser. Ja. Und man sieht einfach auch, dass in dem Lauf in diesen 4 Jahren wir auch pekuniär schon einiges erreicht haben und auch Abläufe anders sind. Und das Entscheidende ist auch, dadurch, dass wir jetzt 2 Partner sind, hat er andere auch mehr Freizeit. Okay. Das heißt also, die Synergien, die du jetzt schon beschrieben hast, die werden noch mehr im Laufe der Zeit. Gut, er bringt beide mehr Erfahrung mit, jetzt auch unternehmerische Erfahrung. Möchte ich gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Jetzt gibt es ja Dinge, die man im Krankenhaus lernt. Das ist die Medizin, beziehungsweise die Art der Arbeit, Umgang mit dem Patienten. Aber wie ist das mit unternehmerischen Eigenschaften? Oder wenn ich zum Beispiel einmal ein Thema aufgreife, das ist die Führung von Mitarbeitern. Das ist ja was im Krankenhaus etwas anders läuft. Warum? Weil es um die Ausbildung, du hast gerade gesagt, der medizinischen Kollegen geht. Da hat man natürlich auch im Umgang vielleicht etwas anderes zu tun. Da geht es nicht um Einteilung von Dienstpläne oder da geht es auch nicht vielleicht um persönliche Interessen von Helferinnen, die vielleicht mal kommen und sagen, ich habe das oder das Problem. Wie seid ihr da dran gegangen? Musstest du da reinwachsen? Da muss man reinwachsen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich in eine Praxis gekommen bin, die schon Voraussetzungen diesbezüglich hatte. Mhm. Ja. Markus hat viel früher schwimmen gelernt als ich. Das bedeutet, er hatte schon einen Vorteil mit Ziffern und sonst was. Er konnte mich an die Hand nehmen und konnte mich daran führen. Also das ist ein ganz entscheidender Vorteil, dass man in eine bestehende Praxis reinkommt und da zum Beispiel mitschnuppert. Das bedeutet, selbst wenn man vorhat, nur eine Einzelpraxis zu übernehmen, sollte man mit dem Vorgänger zusammenarbeiten. Das sind alte Hasen, die können einem was beibringen. Mhm. Absolut. Personalführung, ich glaube, durch meine Arbeit im Krankenhaus als leitender Oberarzt hatte ich da auch schon mit Erfahrung. Mhm. Aber du hast tatsächlich recht, das erste Mal jemand zu sagen, du musst jetzt leider gehen, auch wenn man mit der Zusammenarbeit nicht zufrieden ist, hat man schon Bauchschmerzen. Mhm. Ja, aber es ist einfach besser. Ja, die Entscheidung, die ihr heute trefft, also die, ich sag mal, die, nehmen wir jetzt mal so ein paar einfache Dinge, ne? Eine Ausweitung der Leistungen bezogen jetzt auf das Thema Digitalisierung, also digitale Patientenakte, Gesundheitskarte, Online-Sprechstunde, Facebook-Auftritt aus Social Media. Wie geht ihr damit um? Trefft ihr die zusammen? Hat einer eine Idee? Setzt ihr das um? Holt ihr euch Experten dazu? Wie macht ihr das? All das. Also, der eine hat die Idee mit Facebook, der andere hat diese Idee. Experten, jetzt, es wird demnächst eine neue Homepage von uns geben, die wir dann auch sozusagen auch an das Outfit unserer Praxis angepasst haben, also Schwerpunkt fußballmäßig. Klar, man denkt immer darüber nach oder man unterhält sich ja auch mit anderen niedergelassenen Ärzten und Freunden und dann kommen Ideen auf und die nimmt man dann auf. Und da ist es tatsächlich so, dass Markus da der treibende Act ist und immer wieder neue Ideen mit einbringt. Schön, ich nehme da wirklich raus, also diese Ergänzung, die du immer wieder ansprichst, ist tatsächlich da und du hast so ein paar wirklich gute Sachen für wahrscheinlich gerade so im Nebensatz gesagt, also auch der Austausch mit anderen Kollegen, also mal zu gucken, was machen die, in welche Richtung geht das. Heißt für mich ja auch die Medizin, also nicht nur die Ausbildung verändert sich, nicht nur das Patientenverhalten, Kollegenverhalten ändert sich, sondern auch die medizinische Notwendigkeit oder die unternehmerische Notwendigkeit, die Medizin in Zukunft anders auch darzustellen. Wir haben gerade kurz das Thema Facebook angesprochen. Also das vielleicht auch als moderne Informationsquelle zu nutzen. Jetzt kann man dafür sein, dagegen sein. Man kann sagen, warum macht man das? Warum geht man den Weg? Aber ich glaube, es wird sowieso vieles passieren und man kann sich überlegen, nimmt man jetzt daran teil? Ist man Teil des Ganzen? Oder wehrt man sich dagegen? Ne? Und denn der Patient der Zukunft, wir haben gerade über den Patienten heute gesprochen, wie er aufgestellt ist, wird sicherlich anders dastehen und wird sicherlich vielleicht auch mal gucken, welchen Arzt suche ich mir denn über das Thema Social Media aus? Ne? Sehr, sehr interessant. Hast du bei dem Start in die Praxis was vermisst? Fehlte dir was? Also hast du gesagt, es gibt Bereiche, die hätte ich gerne vorher gewusst, da hätte ich mich gern vorher ausführlicher informiert. Von mir aus schon im Studium vielleicht. Also wenn es etwas gegeben hätte, was wäre das gewesen? Was im Studium, was in unserem Medizinstudium viel zu kurz kommt, ist der wirkliche Umgang mit Menschen. Zu lernen, zuzuhören. Jeder, der den Umgang mit dem Arzt hat, weiß, dass ein Großteil der Ärzte unterbricht, einen selten ausreden lässt. Und häufig, wenn man zum Beispiel chirurgische oder orthopädische Visiten erlebt, dass man dann die Patienten hinterfragt, und was haben Sie dazu gesagt? Ich hatte keine Zeit mehr. Also die redende Medizin ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Da denke ich,
Das, also mir fällt es ja nicht schwer, wie du ja weißt, aber es fällt mit Sicherheit dem einen oder anderen schwer in der Kommunikation mit auch unterschiedlichen Menschen. Wir leben hier im Ruhrgebiet und ich habe hier einzelne Patienten, die sagen auch, ey Doc, zu mir, ja, das sind Leute, dann sollen sie das, das tut mir nicht weh, da bin ich nicht narzisstisch gekränkt. Und ich habe dann andere Intellektuelle, mit denen redet man dann, so wie wir jetzt teilphilosophisch über die Gesellschaft. Also man muss sich den Leuten anpassen und es macht aber auch Spaß. Es macht Spaß, auf dem Hausbesuch einem alten Bergmann zuzuhören, der hier um die Ecke noch eingefahren ist. Das ist toll. Absolut. Aber ist das vielleicht der Weg zu den Patienten und zu einem veränderten Patientenverhalten auch zukünftig, also mehr Empathie aufzubauen und auch mehr Empathie zuzulassen? Also das, was du sagst, jetzt auch hier heute im Podcast gesagt hast, also angefangen von mein Abitur war nicht besonders, ich habe das über die Heilpraktikerseite versucht, ich habe lange gebraucht, bis ich in die Niederlassung gehe, ich kann einige Dinge nicht so gut. Also das sind ja Dinge, da muss man auch mal die Hosen runterlassen und auch mal sagen, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Aber erreiche ich vielleicht nicht gerade bei dieser menschlichen Seite meine Patienten viel mehr als auf einem, ich sage jetzt mal, Kittel in Weiß und Patientenverhältnis, wo man das Gefühl hat, der steht 5 oder 6 Stufen über mir? Das kann ich dir selbst nicht beantworten. Das müsstest du mal ich glaube das zwar, aber ich kann es dir nicht sagen. Aber ich glaube auch, also man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt mit Sicherheit auch eine Patientengruppe, die braucht den Mann in Weiß, der aussieht wie ein Chefarzt, Professor oder sonst was. Ne? Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die brauchen so einen oder suchen so einen wie mich oder Markus. Und insofern denke ich, ja, jeder sucht sich seinen eigenen Arzt auch aus. Es gibt natürlich Patienten dabei, wo man diesen Patienten auch mal sagen soll, ich glaube, das mit uns beiden, das wird nichts. Ich bin davon überzeugt, dass das so sein wird. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr Patienten haben, die eher auf die persönliche Geschichte stehen und die das Vertrauen über die Emotionen aufbauen und die wirklich dem Arzt vertrauen wollen, weil er eben menschlich ist. Ich glaube, die andere Generation, die aufschauen will, beziehungsweise die Leute, die aufschauen wollen, die werden wahrscheinlich in der Zukunft deutlich weniger werden. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, bei unserem letzten persönlichen Gespräch kurz. Ich habe einen jungen Mediziner über den Social-Media-Bereich kennengelernt, der mir ganz klar gesagt hat, ich möchte über meine Aktivität bei Facebook, bei Instagram und wo er sonst überall unterwegs ist, Menschen erreichen mit dem, was ich tue. Nämlich, bevor sie irgendwann meine Patienten werden, möchte ich denen zeigen, ich bin jetzt Arzt ich bin in der Facharztausbildung, ich habe Medizin studiert, ich lebe gesund, ich ernähre mich gut, mein Lifestyle ist in Ordnung, also ich gebe mein Leben preis. Und bin vielleicht für die kein Vorbild, aber die sehen, Mensch, da ist jemand, dem kann man vertrauen und dem kann man auch mal fragen. Und er erreicht 30, 40, 50.000 Menschen in seiner Community. Und er sagt, der beschrieb das so, dass er sagt, ich möchte gern diese Compliance, also wirklich die Bereitschaft des Patienten verbessern, irgendwann aktiv an seiner Gesundheit mitzuarbeiten. Und sagt er, im Krankenhaus ist es ein Frust, weil, wie du es auch sagst, viele mir einfach ganz anders begegnen und ein Anspruchsdenken haben, gib mir eine Pille, ich muss schnell gesund werden. Aber er erreicht eben auf einem anderen Wege Patienten. Ich glaube, da gibt es eben einige Formen, das ist der Weg der Zukunft. Bin ich, glaube ich, nicht alleine da. Ich bin sicher, da werden wir in Zukunft viel, viel mehr von haben. Und deshalb ist das sehr schön, dass du das auch so sagst. Wenn ich ganz ehrlich bin, Andreas, hat das Gespräch einen ganz anderen Verlauf genommen, als ich eigentlich gedacht habe. Aber gefällt mir so sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich will den Podcast ja immer so ungefähr eine Dreiviertelstunde belassen. Wenn du heute deinen Töchtern nochmal einen Ratschlag mit auf den Weg gehen würdest, was würdest du ihnen als so jungen Medizinerin mit auf den Weg geben? Seid menschlich. Seid menschlich. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was die Patienten auch haben wollen, dass sie nicht eine Maschine vor sich haben, sondern einen Menschen. Es ist eine Gratwanderung, zu menschlich zu sein, weil dann nimmt man zu viel mit nach Hause. Ja, am Anfang hat man ja dieses Helfer-Syndrom oder wie auch immer man das nennen würde. Aber ich möchte, dass meine Kinder die Menschlichkeit behalten. Was ich auch versucht habe, die ganze Zeit in ihrer Erziehung zumindest ein Stück weit mit zu begleiten. Das halte ich für ganz wichtig. Ja. Das Technische, das lernen die von den anderen.
Ja, sehr schön. Das lassen wir auf jeden Fall mal so stehen. Und ich vielleicht noch einen Hinweis für alle die, die es interessiert und vielleicht mal persönlich Kontakt zu dir aufnehmen wollen oder dich auch als Arzt aufsuchen wollen. Wir machen alle Verlinkungen zu eurer Praxis, also auch in die Shownotes rein, auch den Link zu Facebook, sodass man sich einfach mal mit dir oder mit der Praxis auseinandersetzen kann und vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen kann, wenn das okay ist. Zum Schluss würde ich ganz gerne mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Nochmal den Hinweis darauf, dass der Andreas Patzelt auch bei uns im Startup Praxis mit dabei ist. Freue ich mich jetzt noch mehr auf den Vortrag, als ich das vorher so gesehen habe. Das ist schön, das freut mich. Ja, weil es wird ja am 6.7. im Westfalenstadion, ich sage jetzt nicht nochmal Signal Iduna Park stattfinden, gibt es natürlich noch weitere Informationen zu. Ja, zum Schluss kurze Frage, kurze Antwort. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? In eine komplette Spezialisierung und erheblichen Anteil an diagnostischen Maßnahmen, die einfacher zu erreichen sind. Mhm. Sprich, die Google-Uhr oder Google wird viel da machen. Also Google, Apple und Microsoft sind in diagnostischen Maßnahmen extrem weit. Und dann wird es dann halt möglich sein, dass vielleicht durch die Tränenflüssigkeit der Blutzucker gemessen werden kann, dass Krankheiten anders determiniert werden können. Ich glaube, dass die Technik uns echt bald überholt. Mhm. Positiv oder negativ? Beides. Es kommt immer darauf an, wie man die Technik nutzt. Mhm. Also im Weltraum sind ganz viele Sachen entdeckt und erfunden worden und sind dann für kriegerische Maßnahmen dann genutzt worden. Ja? Es kommt darauf an, wie man die Technik nutzt und wie man sie nutzen möchte. Ja. Welche Eigenschaften braucht heute der Arzt als Unternehmer? Schwierige Sache. Als Unternehmer, ja, also ich denke, der Arzt als Unternehmer sollte daran denken, dass er 2 Aufgaben hat. Ja? Das Butter auf dem Brot zu haben, aber auch die Verantwortung für seine Patienten zu haben. Mhm. Und nicht zu viel zu igeln, weil das einfach ein Kommerz ist, sondern er sollte sich an die Medizin halten. Und mit guter Medizin kann man auch genug Geld akquirieren, um damit ein vernünftiges Leben durchzuführen. Mhm. Also verstehst du das, also der Begriff Unternehmer hat dann in dem Moment jetzt mehr mit Geld verdienen zu tun? Also diese unternehmerische Eigenschaft nach dem Motto, weil du Igelleistung ansprichst? Oder ist es, also ich verstehe den Unternehmer ja mehr als der nicht nur im Unternehmen arbeitet, so wie ihr das zum Beispiel tut am Unternehmen. Ihr arbeitet beide am Unternehmen. Also ihr entwickelt, ihr habt da die Möglichkeiten und das geht, da gehört vielleicht das Thema unternehmerische Leistung, Geschäftsmodelle entwickeln dazu. Aber ihr arbeitet ja nicht nur mit dem Patienten, sondern ihr überlegt ja gemeinsam, wie kann ich das Unternehmen entwickeln in die Richtung Personal Branding mit allein BVB und Schalke in einer Praxis. Ne? Okay, dann offen sein, zuhören und schauen, ob ich mir irgendwo was abgucken kann. Okay. Wie die Chinesen das so gut machen. Ja, was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Ein hohes Maß an Lebenszufriedenheit. Ja, ich kann gesund sein und unzufrieden sein, oder ich kann sozusagen körperlich gesund sein, trotzdem mit meinem Leben nicht zufrieden sein. Ich kann aber auch, wie viele meiner Patienten, fürchterlich krank sein und habe trotzdem ein hohes Maß an Lebensqualität und Lebenszufriedenheit. Also Gesundheit muss sich nicht an der körperlichen Gesundheit sozusagen orientieren, sondern wie ist meine Seele auch dabei. Ja. Ja. Der eine hat Krebs und sagt, okay, das ist so, der andere hat Krebs und fällt in sich zusammen. Ja. Also Gesundheit hat auch was mit der mentalen Gesundheit zu tun. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? In der letzten Zeit nicht, aber wenn du mich fragst, welche Filme mich besonders erreicht haben, dann ist natürlich einmal Schindlers List ein Film, wo ich heulend aus dem Kino gegangen bin. Und wie du am Anfang ja auch gesagt hast, ich bin inzwischen glücklich geschieden. Ich habe den Film Das Wunder von Bern zu der Zeit gesehen, als meine Kinder oder meine Frau und ich uns getrennt haben. Und dieser Film, wo der Sohn so an dem Vater hängt, das war auch schon ein sehr beeindruckender Film. Ja, das glaube ich. Besonders in seiner Fußball. Ja.
Gibt es jemanden, den du mir als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könntest? Wenn du ihn kriegen könntest, Alexander Risse aus dem Klinikum Dortmund Nord. Das ist einer der beiden charismatischen Oberärzte gewesen, die ich gehabt habe. In der Diabetologie, sehr bekannter Kollege und super witzig. Okay. Ist der noch da? Weißt du das? Der ist noch in Nord. Okay. Na, dann ich habe zum Klinikum einen ganz guten Draht, den kriege ich bestimmt. Würde mich zumindest freuen. Gerade ist es immer schön, wenn man jemanden hat, Kannst du mal die städtischen Kliniken oder Klinikum Dortmund heißt es ja jetzt inzwischen. Genau. Die haben auch Podcast und da kannst du dir zwei, drei Sachen mal angucken. Der ist sehr witzig. Dann ist das ja ein Kollege sozusagen. Ja. Ja. Andreas, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. War wirklich ein tolles Interview, weil du mich echt überrascht hast in vielen Dingen, freut mich wirklich sehr, also sehr positiv überrascht hast, freut mich wirklich sehr und ich glaube, da war eine ganze Menge drin, wer hier zuhört und wer wirklich richtig zuhört, der hat richtig was mitnehmen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit an dem Freitagmittag. Vielen Dank auch für alle, die zugeschaut und zugehört haben. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, es ist immer schön, wenn wir eine Bewertung bei iTunes oder YouTube kriegen. Ich habe nichts gegen 5 Sterne, ich habe auch nichts gegen eine ehrliche Bewertung, also von daher freue ich mich da sehr drüber. Bleibt unternehmerisch, tut was für euch und wie immer hat der Gast das letzte Wort. Andreas, du kannst die Verabschiedung machen. Gut, also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hätte auch nicht gedacht, dass es in diese Richtung gegangen ist. Wenn es dir sehr viel Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du irgendwas da rausgenommen hast, von dem du vorher nicht wusstest, dass ich so bin. Freut mich das auch. Wenn irgendjemand irgendwelche Fragen an mich haben sollte, so kann er sich gerne per E-Mail natürlich an mich wenden. Ihr verlinkt das und mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auch auf den Juli. Gut, also bis dahin, danke dir. Tschüss. Bitte, tschüss.